gibt kein Geständnis, aber eine ganze Reihe von Indizien, die eine Täterschaft des Vaters belegen. Laura hat in den letzten Wochen Verhaltensweisen gezeigt, die für ein Kind, das Opfer von sexuellem Missbrauch geworden ist, typisch sind. Korrektur, Frau Haber. Streichen Sie bitte Kind und das und schreiben Sie Verhaltensweisen, die für ein Opfer sexuellen Missbrauchs typisch sind. Verdammt, natürlich streichen, Frau Haber. Diese Verhaltensweisen sind nicht immer so auffällig wie das plötzliche Einsetzen von Bettnässen. Zu beobachten ist auch eine Art Regression. Morgen. Morgen. Regression, das heißt, sich zu benehmen wie ein viel jüngeres Kind oder das Abtauchen in Traumwelten. Ich bin gleich weg. Oder kommst du noch schnell mit rein, der Umwelt zuliebe? Heute leider nicht. Hey, du nutzt meine Situation schamlos aus. Natürlich. So wie ein wunderschöner Abend gestern. Soll ich schnell zum Bäcker? Ich hab gleich Termin. Okay. Wann hast du denn deinen Koffer hier reingeschmuggelt? Ich dachte, es wäre ganz praktisch, wenn ich nicht jedes Mal, wenn ich ein frisches T-Shirt oder eine Unterhose brauche, ans andere Ende der Stadt fahren müsste. Aha. Das stört dich. Nein. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich bin nervös wegen dem Fall. Danach überlegen wir in Ruhe. Was? Ob du es wagen kannst? Weil es könnte ja Nähe bedeuten. So kann es ja glücklich sein. Glück kann man verlieren. Wir sind jetzt seit 3 Jahren zusammen, Charlotte. Wovor hast du denn Angst? Du kennst doch jetzt alle meine düsteren Seiten. Trotzdem, mir scheint das ein bisschen schnell alles. Schnell? Sonst sind es immer die Frauen, die gleich zusammenziehen wollen. Warum bringst du mich immer in die Situation, Nein sagen zu müssen? Morgen. Frau Staatsanwältin, glücklich wie die Stechuhr. Ja, dann steht ja der Wahrheitsfindung nichts mehr im Weg. Sie sagen es. Die ist ein Besen, oder? Etwas trocken und schnörkellos, aber total korrekt. So, wir können anfangen. Ja. Frau Giesecke, warten Sie bitte draußen. Nein, du sollst hier bleiben. Ich bin auch ganz leise. Ich kann was lesen? Nein, leider. Sie können nicht dabei sein. Bitte. Mama. Du bist doch mein großes Mädchen. Du machst das schon. Frau Sinner ist sehr nett. Sag einfach die Wahrheit. Danke, Frau Giesecke. Laura, du musst dir keine Sorgen machen. Wenn du nicht mit mir sprechen willst, dann kannst du jederzeit aufstehen und gehen. Ich freue mich, dass du mit mir sprechen möchtest. Du weißt, warum wir hier sind. Und ich weiß auch, dass ich nichts sagen muss, weil er mein Papa ist. Und du möchtest trotzdem aussagen. Gut. Ich möchte gern von dir wissen, was ihr so gemacht habt, dein Papa und du, wenn ihr allein gespielt habt. Schau, das hier, die Puppe, das bist du. Und das ist dein Papa. Und da ist auch noch mehr Spielzeug, wenn du irgendwas brauchst. Licht ausgemacht, weil sie schlafen sollte. Fehlt irgendetwas? Karim. Du
perverses Schwein, ich mach dich fertig! Das sind deine perversen Fantasien. Die hast du ihr eingeredet. Rechtsziehen an meine Handtasche, bitte. Die sperrt dich bis ins Lebensende ein. Dich sollte man einsperren. Schluss jetzt. Sonst findet diese Vernehmung hier ganz schnell ohne sie beide statt. Ja, schau. Das ist der Papa. Und was hat der Papa gesagt? Dass ich seine Große bin. Und ob ich schon schlafe. Und was ist mit der Creme? Ich muss mich eher mal eincremen nach dem Duschen. Ich vergesse das manchmal. Mochtest du das, was der Papa da gemacht hat? Nein. Aber wenn ich den Papa lieb hab, dann muss ich dem das doch auch zeigen. Hat der Papa das so gesagt? Und wenn ich ihm das nicht zeige, dann weiß er doch gar nicht, ob das stimmt. Und wenn ich ihn nicht lieb hab, dann ist der Papa ganz traurig. Und wie hast du dem Papa gezeigt, dass du ihn lieb hast? Und der Papa auch ausgezogen. Das hast du sehr gut gemacht, mein Schatz. Ja, hab ich alles richtig gesagt? Ja, hast du. Mutter und Kind gut rausgekommen? Ja. Ich dachte, sie haben aufgehört. Sie Fragen haben. Ich danke. Der Fall geht mir ganz schön an die Nieren. Hallo. Ihnen nicht? Das muss für Sie jedoch viel schlimmer sein als vorher bei den Wirtschaftsgangstern. Hat der Giesecke schon wieder eine neue Beziehung? Scheint so. Ach, Frau mit Kind. Papa! Laura! Was ist denn das? Bist du? Laura, was ist denn das? Nein! Das? Machen wir das ganze Theater mit Videobefragung und Kind aus der Hintertür schleusen. Und schon legen sich die beiden in den Arm. Sie haben kein Umgangsrecht. Sie dürfen keinen Kontakt mit Ihrer Tochter haben. Das Kind ist auf ihn zugelaufen. Soll er sich in Luft auflösen? Ist gut, Schatz. Geht doch schon mal vor in die Eisdiele. Ich komme gleich nach. Lassen Sie uns bitte in Frieden. Die Sache ist schon schlimm genug. Und der Junge muss das ja nicht auch noch mitbekommen. Es ist meine Aufgabe, das Opfer zu schützen. Ja. Ein Opfer ist meine Tochter. Aber nicht meines. Sie haben doch gesehen, wie viel Angst sie vor mir hat. Kinder lieben ihre Eltern, egal was sie ihnen antun. Für sie bin ich doch schon verurteilt. Die Rolle der Staatsanwaltschaft ist differenzierter. Sie muss dem Grundsatz folgen, nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln. Nur leider bin ich bei meiner Suche nach Entlastung bisher noch nicht fündig geworden. Wissen Sie, in Deutschland kann jeder von jedem angezeigt werden, sogar anonym. Und dann heißt es, irgendwas wird schon dran sein. Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Wie soll ich denn meine Unschuld beweisen? Wir beweisen, dass Sie es waren, wenn Sie es waren. Dann seien Sie fair und gerecht. Denken Sie daran, was Sie alles zerstören können. Und finden Sie die Wahrheit raus. Der hat Nerven. Nach der Aussage seiner Tochter. Wenn ich als Kind in den Keller musste, habe ich auch immer laut gepfiffen. Thank you.
Hallo. Hallo. Wollt mir schon meinen Koffer abholen? Komm doch mal mit. Hast du meine Mail nicht gelesen? Was für eine Mail? Ich bin gerade erst reingekommen und in der ganzen Hektik heute Morgen habe ich mein Handy hier vergessen. Ich muss gleich wieder los. Der Verlag drängelt schon wieder wegen der Abgabe. Ach, jetzt sei nicht so ungemütlich. Ich mache uns was Schönes zu essen und dann feiern wir, dass ich es geschafft habe, deinen Koffer auszupacken. Das ist doch viel nach 8 Jahren Einzelhaft. Und dann packst du mir da rein, den Koffer? Ach, Rainer, ich weiß, dass ich nicht einfach bin. Das Blöde ist, ich verstehe dich, ja. Was du erlebt hast, ist schrecklich. Aber ich habe dir geschrieben, weil wir nicht Zeit haben. Und weil ich besser schreiben kann als reden. Und was steht drin in deiner Mail? Dass ich eine Pause brauche. Hallo, mein Schatz. Ah, guten Morgen. Tag. Bitte, ich wünsche mir so sehr, dass Laura nicht mehr aussagen muss. Das kann ich Ihnen nicht versprechen, aber ich hoffe es auch. Ich bringe Laura in einen Aufenthaltsraum. Sie wird ihrem Mann nicht begegnen. Ja, ich will nur noch, dass es vorbei ist. Das wird es bald sein. Hier ist ja gar kein Puppenhaus. Vielleicht magst du mit den anderen Sachen spielen. Ich dachte, ich soll... Nein, heute nicht. Heute brauchst du nur zu warten. Du hast ja beim letzten Mal schon alles erzählt. Cool, ein Piratenschiff. Magst du das nicht? Doch. Meine Tochter hatte auch so eins. Wie heißt deine Tochter? Marie. Marie ist die Piratenbraut. Ja. Und hier bauen wir gleich mal eine Schatzinsel. Da kannst du mit deinem Schiff hinfahren. Da vergraben wir gleich mal einen Schatz. Aber ihr dürft euch nicht von den anderen Piraten erwischen lassen. Sieht schon cool aus. Papa kommt ins Gefängnis. Ja, das kann sein. Das Gericht wird das entscheiden. Weil ich das gesagt habe? Es war gut, dass du das gesagt hast. Man muss immer die Wahrheit sagen. Papa sagt, was war es, ist für jeden anders. Aber manchmal sind die Dinge auch einfach so, wie sie sind. Weil sie passiert sind. Und was passiert ist, ist wahr. Ja. Und man darf nie zu etwas gezwungen werden. Und man darf nie etwas tun, was man selber gar nicht will. Verstehst du das? Ich muss jetzt in die Verhandlung. Du hast das alles richtig gemacht, ganz bestimmt. Papa hat sich auch ausgezogen. Danke, das war's. Auf den ersten Blick mag Lauras Aussage eindeutig wirken. Aber ich möchte darum bitten, die Aufzeichnung ein wenig länger laufen zu lassen. Warum? Ich bitte darum, um zu zeigen, dass Frau Giesecke Laura die Aussage antrainiert hat. Gut, dann lass ich mal weiterlaufen. Und was hat dein Vater dann gemacht? Das hast du sehr gut gemacht, mein Schatz. Ja, habe ich alles richtig gesagt? Hast du. Bei allem Verständnis, Frau Giesecke. Frau Giesecke, ich bitte Sie um Stellungnahme. Was meinte Ihre Tochter mit der Frage, habe ich alles richtig gesagt? Das ist doch ganz normal, dass ich meine Tochter auf so eine schwierige Vernehmung vorbereite. Wie sah denn diese Vorbereitung aus? Ich habe ihr Mut gemacht. Sie sollte nur die Wahrheit sagen. Die Wahrheit, die Sie ihr vorgesagt haben? Dr. Bender. Mein Mandant würde seiner Tochter gerne eine Vernehmung in der Hauptverhandlung ersparen. Aber der unklare Wahrheitsgehalt der Aussagen von Brigitte und Laura Giesecke zwingt uns dazu. Wir beantragen die nochmalige Vernehmung, persönlich. Hast du nicht schon genug angetan? Sie weint jede Nacht im Schlaf, hörst du? Herr Vorsitzender, die Zeugenaussage ist eindeutig. Ebenso haben wir ein Gutachten, das Lauras Glaubwürdigkeit ohne Zweifel feststellt. Im Sinne des Kindeswohls, wohin soll eine persönliche Vernehmung führen?
Wir haben Grund zu der Annahme, dass die Tochter des Beschuldigten zur Falschaussage verleitet wurde. Und wenn man dazu bedenkt, dass Frau Giesecke ihren Mann just an dem Tag angezeigt hat, an dem sie erfuhr, dass mein Mandant eine neue Beziehung eingegangen ist, dann drängt sich doch der Eindruck auf, dass Frau Giesecke unglaubwürdig ist. Frau Giesecke, möchten Sie etwas dazu sagen? Das war nur Zufall. Zumal allen hier das ärztliche Gutachten bekannt ist. Lauras Hymen ist unverletzt. Sie ist noch Jungfrau. Also bitte, jeder hier im Saal weiß, dass es verschiedene Formen des Missbrauchs gibt. Und das Eincremen spricht ja wohl dafür. Meine Frau selber hat mich doch immer wieder ermahnt, dass ich meine Tochter eincremen soll. Weil sie so eine trockene Haut hat. Sie hat mich sogar vom Fernseher weggeholt. Du bist ein solches Arschloch. Frau Giesecke, bitte. Ich bitte Sie, die Würde des Gerichts zu wahren. Herr Vorsitzender, ich beantrage noch einmal, das Kind persönlich zu hören. Um den Verdacht der Einflussnahme auszuräumen. Herr Vorsitzender, das Opfer kann unmöglich frei aussagen, wenn der Angeklagte im Raum ist. Ich beantrage die Videobefragung. Gut. Das scheint mir sinnvoll, Frau Staatsanwältin. Ich möchte es zu Laura. Sie können jetzt nicht zu Laura. Das würde den Verdacht der Beeinflussung nur noch verstärken. Ich beeinflusse meine Tochter nicht. Ich rede mit ihr. Das ist was anderes. Das verstehe ich. Aber was an ihrer Glaubwürdigkeit kratzt, ist, dass sie die neue Beziehung ihres Mannes verschwiegen haben. Die Gegenseite wird das benutzen und behaupten, alles sei die Rache der gekränkten Ehefrau. Auf welcher Seite stehen Sie beiden eigentlich? Der Staatsanwaltschaft geht es um keine Seite, sondern um die Wahrheit. Und um das Opfer. Wer das Opfer ist, ist klar. Aber wer tut Laura das hier an? Wer hat es getan? Das weiß ich. Ich weiß das. Magst du uns also erzählen, was dein Vater mit dir gemacht hat? Alles Mögliche. Zoo. Radtouren. Deswegen bin ich nicht hier, Laura. Du weißt, warum wir hier sind. Weil mein Papa ins Gefängnis soll. Hatte das jemand gesagt? Das sagen alle. Mama, Charlotte, alle. Laura, es ist völlig egal, was alle sagen. Ich möchte nur wissen, hat dein Papa etwas mit dir gemacht, was du nicht wolltest, was dir nicht gefallen hat? Papa hat mich sehr lieb. Ja, sicher. Laura, du hast uns doch was erzählt. Weißt du noch? Von deinem Papa und von dir? Magst du uns das noch mal erzählen? Da habe ich doch nur mit dem Puppenhaus gespielt. Richtig. Und wie war das mit der Creme? Hat dein Papa dich am Abend eingecremt? Ich bin noch im Schwimmverein. Papa sagt, das Chlor ist schlecht für meine Haut. Die Mama hat sogar immer geschimpft, wenn ich mich nicht eingecremt habe. Laura, du musst jetzt ganz ehrlich sein. Das ist wichtig. Hat dein Papa etwas mit dir gemacht, was du nicht wolltest? Noch Fragen an die Zeugen? Von unserer Seite keine Fragen mehr. Laura, hat dein Vater dich gebeten, so auszusagen? Und warum hast du denn beim letzten Mal was anderes erzählt? Die Mama war doch so traurig. Traurig wegen Papa. Danke, Laura. Ich beantrage eine Vertagung. Warum vertagen? Außer der Zeugenaussage des vermeintlichen Opfers haben Sie ja wohl nichts gegen meinen Mandanten in der Hand, oder? Wir können doch zur Urteilsfindung übergehen. Moment, Herr Dr. Bender. Frau Staatsanwältin, haben Sie eine Begründung für die etwaige Vertagung anzuführen? Herr Vorsitzender, wir alle sind über die neue Aussage unserer Opferzeugin überrascht. Aber wir können doch nicht sicher sein. Wir wissen nicht, ob Herr Giesecke nicht vielleicht doch ein scheußliches Verbrechen begangen hat. Es ist unsere Pflicht, das herauszufinden. Wenn das Familiengericht das gemeinsame Sorgerecht festlegt, dann verbringt Laura jedes zweite Wochenende bei ihrem Vater. Wir müssen herausfinden, ob das Kind dann in Sicherheit ist. Es geht hier um den sexuellen Missbrauch eines 8-jährigen Kindes und es geht um Lauras seelische Gesundheit und um ihre Zukunft. Wir wollen doch nicht, dass Laura zutiefst traumatisiert ist und vielleicht nie wieder ein normales, glückliches Leben führen kann. Ist gut, Frau Staatsanwältin. Ich bin gespannt. Es ergeht folgender Beschluss. Die Verhandlung wird auf nächsten Mittwoch vertagt.
Warum hast du das gemacht? Sag mir, warum? Mama, du tust mir weh. Entschuldige, Laura. Ich hab dich so lieb. Entschuldige. Okay, gehen wir es nochmal durch. Wodurch ist Frau Giesecke auf den Missbrauch aufmerksam geworden? Ganz klassisch. Laura war verhaltensauffällig. Launisch, ohne erkennbaren Grund. Fing an, Dinge zu verlieren. Wurde in der Schule schlecht. Und als sie anfing, wieder ins Bett zu machen, ist Frau Giesecke zum Arzt gegangen. Und zum Psychologen. Und dann hat sie immer mehr Anhaltspunkte gefunden. Und die waren? Ihr Verhalten. Keine objektiven Beweise. Und wie hat Herr Giesecke sich verhalten? Sagte, er würde das Schwein kriegen, wenn da was dran sei. Also, Laura hat nicht von sich aus gesagt, dass sie missbraucht worden ist, weil Kinder das so auch nicht tun, richtig? Also hat Frau Giesecke Laura auf jeden Fall trainiert, dass sie was sagt und was sie sagen sollte. Daraus können Sie ihr keinen Vorwurf machen. Ich werfe nichts vor, ich stelle nur fest, nämlich, dass wir keine Beweise haben, null. Und dass ohne Lauras Aussage nicht viel bleibt. Und wir haben nicht mehr viel Zeit, das zu ändern. Laut Gutachterin Frau Thiel weist das Kind keinerlei Anzeichen dafür auf, dass es die Unwahrheit sagt. Oder von irgendwem beeinflusst wurde. Guten Morgen. Naja, gut ist anders. Was ist da gestern schiefgelaufen? Wieso ist die Opferzeugin eingebrochen? Sie waren doch so sicher. Das bin ich noch. Kinder überlegen sich's manchmal anders. Sie wissen, wie sensibel die Öffentlichkeit auf Missbrauchsfälle reagiert. Was ist jetzt Ihre Strategie? Das Gutachten über Kind und Mutter noch mal überprüfen. Dann das Kind, wenn möglich, zur Aussage bringen und Beweise finden. Die Verteidigung wird mit einem super Gutachten über den tadellosen Charakter von Giesecke aufwarten. Herr Oberstaatsanwalt, genau deswegen habe ich jetzt einen Termin mit Frau Thiel, unserer Gutachterin in Sachen Kind. Danke für Ihr Vertrauen. Ich muss einfach nur mal nachfragen. Kann es an Lauras Glaubwürdigkeit irgendwelche Zweifel geben? Stimmungswechsel sind in einer solchen Situation absolut üblich. Viele Kinder wollen gar nicht aussagen, um nicht ihre vermeintlich heilen Familien zu zerstören. Sie denken also, Laura hat ihre Aussage widerrufen, weil sie Angst hat, dass ihr Vater ins Gefängnis kommt? Laura will sich nicht von ihrem Vater befreien. Sie will von ihm lieb gehabt werden. Mal sehnt sie sich nach ihrem Papa und vermisst ihn. Und mal hat sie Angst, fragt sich, was sie falsch gemacht hat. Klar. Was kann ich denn tun, damit Laura vor Gericht noch mal die Wahrheit aussagt? Nur der Vater kann das Kind bitten zu reden. Das ist natürlich unwahrscheinlich. Vielleicht hat er die zweite Aussage ausgelöst. Vielleicht telefoniert er mit ihr, beeinflusst sie. Mhm. Sie hat ein Handy. Giesecke ist intelligent. Nur wenige Täter sind im medizinischen Sinne psychisch gestört. Bei den meisten handelt es sich um ganz normale Männer, denen wir eine solche Tat nie zutrauen würden. Oft werden diese für besonders engagiert, sozial, zuverlässige Ehemänner und liebevolle Väter gehalten. Und meist fehlt es gerade diesen an jeglichem Unrechtsbewusstsein. Aber wie kann ich den Missbrauch stichhaltig beweisen? Vielleicht fällt Ihnen was ein aus Ihrem Erfahrungsbereich. Ohne eine Aussage Lauras wird der Beweis schwer zu führen sein. Und da liegt die Last allein auf den Schultern des Kindes. Immerhin ist Lauras Fall vor Gericht gelandet. Zwei Drittel der Fälle schaffen es ja noch nicht mal so weit. Die werden von vornherein eingestellt. Heute gibt's Pfannkuchen. Die liebt Laura. Frau Giesecke, wir müssen den Verdacht ausräumen, dass Sie Ihrem Kind die Aussage eingeredet haben. Würden Sie Ihre Tochter nicht auf so eine Vernehmung vorbereiten? Glauben Sie, die ganze Geschichte ist einfach für mich? Was ist richtig, was falsch? Wenn ich an das denke, was mein Mann mit unserer Tochter gemacht hat, das zerreißt mir das Herz.
Ich habe diesen Mann geliebt. Ich habe gedacht, wir sind eine normale Familie. Glücklich. Halten Sie es für möglich, dass Ihr Mann Kontakt mit Laura hat? Ich kontrolliere Laura rund um die Uhr. Sie will immer zu ihrem Vater. Ist das nicht schrecklich? Trotz allem. Manchmal habe ich richtig Angst, sie zu verlieren. Sie ist so bockig und still im Moment. Warum haben Sie Ihren Mann erst an dem Tag angezeigt, als Sie von seiner neuen Beziehung erfahren haben? Und warum haben Sie mir diese Beziehung verschwiegen? Was glauben Sie eigentlich, wie ich mich fühle? Ich konnte mein Kind nicht beschützen. In ihrem eigenen Zuhause. Und ich konnte wohl meinen Mann nicht glücklich machen. Vielleicht hätte er sonst nicht... Jetzt hat er eine neue Frau. Wo habe ich eigentlich nicht versagt? Frau Giesecke, ich muss Sie das noch mal fragen. Sind Sie ganz sicher, dass Ihr Mann schuldig ist? Ich kann nicht mehr. Es soll einfach nur noch vorbei sein. Meinen Sie, ich dürfte mal zu Laura in ihr Zimmer? Treppe rauf, erste rechts. Hallo Laura. Darf ich rein? Das nächste Mal würfel ich aber nicht für dich. Wer gewinnt denn? Na, du hast die drei Freundinnen. Schön. Ich weiß noch die Namen von denen. Kathi, Lilly und Nana. Ja, so heißen meine auch. Kathi, Lilly und Nana. Bist du mir eigentlich böse? Nein. Echt? Echt? Ich muss nur rausfinden, welche von deinen beiden Aussagen richtig war. Das ist mein Job. Weiß nicht. Hast du denn seit vorgestern mal mit deinem Papa telefoniert? Alle sagen immer, ich muss nichts sagen. Aber dann fragen sie doch weiter. Ja, du hast vollkommen recht. Ich spiele mal mit, wenn ich darf, ja? Die Pfannkuchen sind fertig. Laura, kommst du? Und du? Ich komme gleich nach. Dann cremt sie eben die Beine ihrer Puppen ein. So what? Meine Tochter hat ihren Puppen die Haare abgeschnitten. Und sogar mal die Arme. Die Verteidigung zerreißt uns in der Luft und wirft uns den Wölfen zum Fraß vor. Das ist kein Beweis. Ich weiß, Dr. Kiesel. Aber im Zusammenhang mit der ersten Aussage Lauras ist es ein Mosaikstein. Ein Mosaikstein, aber kein handfester Beweis. Diese Art Täter sind Meister der Verschleierung. Sie bauen ein Geflecht aus Drohungen, Versprechen und Komplizenschaft, in das sie das Opfer wickeln. Gut, dass Sie den mutmaßlichen Täter offenbar so gut kennen. Und ich werde seine Persönlichkeitsstruktur noch besser kennenlernen. Und dann weiß ich, welche Fehler er machen könnte. Schönen Abend noch. Danke, Herr Brandner, dass Sie sich die Zeit nehmen. Tja, und das bei dem Zeitstress, den ich habe. Ja, umso mehr. Darf ich rauchen? Gerne. Wenn die Staatsanwaltschaft kommt, bin ich neugierig. Bewegt sich was in meinem Fall? Sie war noch gar nicht damit betraut. Stimmt, ich habe mich erst vor kurzem in diese Kammer versetzen lassen. So, so.
Sie lieben die Abwechslung. Nein, eigentlich nicht. Ich habe eine Frage an Sie. Es gab keine eindeutigen Beweise gegen Sie. Warum haben Sie gestanden? Das ist eine sehr persönliche Frage. Warum stellen Sie die? Die Antwort ändert doch nichts. Berufsbedingtes Interesse. Wo waren Sie vorher? Wahrscheinlich Wirtschaft oder normale Strafsachen. Was wollen Sie denn bei den Triebtätern? Was für einen Grund haben Sie dafür? Meine persönliche Geschichte bringt uns hier nicht weiter. Bleiben wir bei Ihrer. Gut. Aber nur unter vier Augen. Mut haben Sie? Waren Sie schon als Kind so draufgängerisch? Sind Sie auf Bäume geklettert? So als süße Achtjährige? Waren Sie frech? Dickköpfig? Hatten Sie Zöpfe? Rote Lockschuhe? Blümchenkleid? Hatten Sie schon kleine Brüstchen? Hören Sie auf mit dem Blödsinn. Mir machen Sie keine Angst. Sie haben einen ähnlichen Fall. Sie wollen wissen, wie der Täter tickt. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, mir zu helfen, damit ein anderes Kind befreit wird. Sie haben damals über Jahre Ihren Sohn missbraucht. Ich bevorzuge das Wort geliebt. Meine Welt verstehen Sie nicht. Sie haben nicht einmal eine Ahnung davon. Stellen Sie sich vor, es wäre Ihnen verboten, einen Mann zu lieben. Und immer, wenn Sie diesen Mann ansehen und begehren, fühlen Sie sich schuldig. Warum haben Sie gestanden? Das hätten Sie doch nicht gemusst. Ihr Sohn hat in seiner Zeugenaussage die Anschuldigungen nicht bekräftigt. Er hat alles gemacht, was ich von ihm wollte. Ich musste ihn dafür nur lieb haben. Es war ganz einfach. Er war so gierig nach Lob. Der kleine Räuber. So habe ich ihn immer genannt. Mein kleiner Räuber. Also warum? Während der Untersuchungshaft habe ich gelesen. Alles über Pädophilie. Leider bin ich dabei auch auf Berichte von Opfern gestoßen. Und dann hat Ihnen Ihre ganze Theorie von wegen gegenseitiger Liebe nichts mehr genützt. Wenn Sie erwachsen werden, Sie werden es nicht mehr los. Sie fühlen sich für immer schuldig. Und Ihre Sexualität wird nie wieder normal. Dabei haben mein kleiner Räuber und ich nichts Böses gemacht. Herr Brandner, wie hätte man Sie damals überführen können? Hatten Sie einen Schwachpunkt? Ich hatte meine kleinen Andenken, um die Zeit zu überbrücken, wenn wir uns nicht sehen konnten. Zum Träumen. Was für Andenken? Spielzeuge. Dinge, die ihm gehörten, die ich anfassen konnte. Aber das ist sowieso rum. Betrachten Sie sich als, entschuldigen Sie das Wort, geheilt? Wie heilt man Frauen, die den falschen Mann lieben? Oder Menschen, die im falschen Körper stecken und sich sehnlichst das andere Geschlecht wünschen? Naja, egal. Ich wusste schon im Gerichtssaal, dass es vorbei ist. Er hatte einen kleinen Oberlippenbart. Er wird erwachsen. Und damit verlässt er mich. Vielen Dank, Herr Brandner. Ja? Wir müssen Laura vermisst melden. Vielleicht ist sie bei einer Freundin. Frau Giesecke hat überall angerufen. Laura hat ihren Rucksack gepackt. Ihr Lieblingskuscheltier ist nicht da. Ohne das kann sie nicht schlafen. Ein Huhn. Ihren Karaoke-Rekorder hat sie auch mitgenommen. Den hat sie von meinem Mann. Sie ist bei ihm, ich bin sicher. Und er geht nicht ans Handy. Rufen Sie die Polizei an. Ich fahr zu Giesecke. Ich dachte, das wird mal ein toller Vater. Und Sie bleiben hier, falls Laura doch noch kommt. Er geht öfter mal nicht ans Telefon. Aber Ihr Sohn ist doch bei ihm.
kann doch nicht mit einem Mann zusammenleben, dem ich nicht vertraue. Er liebt Kinder. Er würde niemals... Hat Herr Giesecke Jonas dieses Aufnahmegerät geschenkt? Ja, die beiden schmettern damit am liebsten Duette. Es ist wunderbar, wenn man seinem Partner bedingungslos vertraut. Aber was ist, wenn Sie sich in Herrn Giesecke täuschen und er doch... Jonas ist doch ein Junge. Das spielt für viele Pädophile keine Rolle. Jonas und mir ging es noch nie so gut. Bitte machen Sie uns das nicht kaputt. Ich versuche nur, Laura zu finden. Sollte Ihr Lebensgefährte das Kind bei sich haben, verstößt er gegen gerichtliche Auflagen. Mhm. So ist seine Frau. Das ist doch ein einziges Lügenkonstrukt. Es geht ihr um mehr Kohle. Wenn er ihr doppelt so viel Unterhalt anbieten würde, dann würde sie diese Anzeige sofort zurückziehen. Sollte Herr Giesecke anrufen oder Laura hier auftauchen, bitte rufen Sie mich an. Und wenn Sie etwas hören, er soll sich melden. Jonas. Jonas. Hallo. Das ist die beste heiße Schokolade der Stadt. Da haben schon Kinder versucht, den Laden zu überfallen. So gut ist die. Willst du mir sagen, warum du weinst? Deine Mama kommt gleich und holt dich ab. Manchmal habe ich einen doofen Job. Immer nerve ich alle mit meinen Fragen. Hier, das ist meine Handynummer. Wenn du mal wieder abhauen willst, rufst du mich dann bitte an. Ich helfe dir. Warum? Das ist eine andere Geschichte. Erzähle ich dir irgendwann mal. Warum bist du weggelaufen? Nur so. Ich wollte zu Papa. Hat er irgendwas getan, was du nicht magst? Oder hat er dir wehgetan? Nein. Und warum weinst du dann? Glaubst du, er hat Jonas jetzt lieber als mich? Haben Sie mit Laura telefoniert? Nein. Ich hatte mir den Nachmittag freigenommen, um mit Jonas in den Zoo zu gehen. Meine Freundin hat ihn dann zu mir gebracht, also zur Bank. Und als wir dann zum Parkplatz kommen, da steht da meine Tochter und weint. Sie hätten anrufen können. Hören Sie, ich versuche mich in dieser schwierigen Situation korrekt zu verhalten. Natürlich hätte ich Laura gerne getröstet und einen schönen Tag mit ihr verbracht, aber ich packe sie ins Auto und bringe sie gleich her. Können Sie wenigstens das anerkennen? Sie wollen Punkte machen. Zeigen, was für ein treusorgender Vater Sie doch sind. Und ganz nebenbei Ihrer Frau eins auswischen. Habe ich eigentlich irgendeine Chance, etwas richtig zu machen? Innerlich haben Sie mich doch längst verurteilt. Was hast du mit ihr gemacht? Wo wart ihr? Lass das! Entschuldigung. Ich verstehe deine Aufregung, aber ich habe sie gleich hergebracht. Wo ist sie, du Drecksack? Es reicht, soll ich einen Wachmann rufen? Reiß dich zusammen! Sie schützen dieses Schwein? Und zu einem Menschen wollen Sie mein Kind anvertrauen. Entschuldigung, bitte berücksichtigen Sie die emotionale Verfassung meiner Mandantin. Tut mir leid. Danke. Sie bemühen sich zumindest um Objektivität. Du sagst ja gar nichts. Ich denke, vielleicht möchtest du was sagen. Schließlich hast du den ersten Stein geworfen. Hast du eine schöne Pause von mir? Bist du gekommen, um die Kondition mit mir neu auszuhandeln? Ich bin total platt. Ich muss mal 2 Tage raus hier. Darf ich am Wochenende ins Haus oder willst du da schreiben? Du kannst auch Nein sagen. Kann ich nicht. Ich werde immer wollen, dass dir gut geht. Hier. Ich will auch, dass es dir gut geht. Schönes Wochenende. Danke. Morgen.
Guten Morgen. Morgen. Mich hat gestern ein Kollege vom Familiengericht angerufen. Giesecke hat vor 2 Tagen einen Eilantrag auf Wiederzusammenführung von Vater und Tochter gestellt. Wegen drohender Eltern-Kind-Entfremdung. Das war ja zu erwarten, und? Stattgegeben. Der Bescheid müsste schon bei Frau Giesecke sein. Oh Gott. Wissen Sie, wie ich mich fühle? Als würde ihr vor euch gehen. Ich muss völlig aufpassen. Ein falscher Schritt und es bricht. Wir können im Moment nichts dagegen unternehmen. Was haben Sie da eigentlich vor? Morgen Vormittag um 10 soll er sie kriegen. Sie glauben doch nicht, dass ich das zulasse. Ich schnappe mir Laura und wir hauen ab. Frau Giesecke, das bringt gar nichts. Sie können doch nicht ewig flüchten. Wollen Sie, dass er wegen Kindesentzug das alleinige Sorgerecht bekommt? Wenn er nächste Woche freigesprochen wird, dann... Was ist denn das für eine Gerechtigkeit? Wenn er noch mal was antut, können Sie denn ruhig schlafen? Das wird er nicht tun. Er ist viel zu klug, um jetzt mitten im Prozess... Er ist ein Tier. Ich spreche mit ihm. Bitte warten Sie das ab und machen Sie keinen Blödsinn. Bitte lassen Sie mir etwas Zeit. Gut, ich warte. Aber er bekommt Sie keine Sekunde alleine. Eher bringe ich ihn um. Das habe ich jetzt nicht gehört. Einsteigen? Guten Morgen. Ist Herr Giesecke schon in der Bank? Ja. Fahren Sie in den Urlaub? Nö, übers Wochenende zu Oma und Opa. Ja, Jonas. Vielleicht auch ein bisschen länger. Was ist passiert? Nichts. Hier deine Musik. Bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Es sind Kinder, die können sich nicht allein helfen. Die ganze Situation macht mich völlig fertig. So eine Anklage, es färbt ab. Ich fange an zu beobachten, wie er meinen Sohn ansieht. Ich muss einfach mal weg hier. Aber objektiv ist nichts passiert. Natürlich nicht. Ich muss jetzt. Ja, danke. Frau Reinke. Guten Tag, Herr Giesecke. Sie haben vielleicht Nerven, hier aufzutauchen. Macht das eigentlich Spaß, Menschen bloßzustellen? Entschuldigen Sie den Überfall. Ich müsste nur ganz kurz mit Ihnen sprechen. Bitte. Danke. Wenn Sie wirklich unschuldig sind, dann arbeiten Sie mit uns zusammen. Mit der Staatsanwaltschaft? Sie haben ab morgen um 10 Uhr wieder das Umgangsrecht für Laura. Ich wollte Sie bitten... Nein. Darauf verzichte ich nicht. Darauf habe ich zu lange gewartet. Gestatten Sie Ihrer Frau, dabei zu sein? Ein Familienausflug. Nach allem, was war. Was haben Sie zu verlieren? Sie können nur Pluspunkte sammeln. Ich werde das vor Gericht anmerken. Warum tun Sie das alles? Sie müssen das doch gar nicht. Machen Sie es oder machen Sie es nicht? Okay. Danke. Frau Giesecke, das ist die einzige Möglichkeit. Er hätte sich gar nicht drauf einlassen müssen. Ich hole jetzt Laura von der Schule ab und bringe sie dann nach Hause, ja? Mhm. Das wird toll. Wie früher. Das heißt aber nicht, dass deine Eltern jetzt wieder zusammen sind. Das ist nur ein Ausflug. Ich bin ja schuld, dass Mama und Papa Krach haben. Vielleicht wird alles wieder gut. Nein, du bist nicht schuld. Du weißt ja, man muss immer die Wahrheit sagen. Das ist alles ganz schön schwer für dich, das ist mir klar. Aber denke bitte nicht, dass du schuld bist. Du kannst überhaupt nichts dafür. Du bist voll okay. Erzählst du mir jetzt was von deiner Tochter? Anschnallen. Morgen fahre ich in ein kleines Häuschen an den Osterseen. Ist gar nicht weit weg. Ich kann in einer Stunde hier sein. Du hast ja meine Handynummer. Wenn irgendwas ist, dann rufst du mich an. Morgen rufe ich bestimmt nicht an. Morgen bin ich doch mit Mama und Papa.
Mir ist ganz schlecht. Aber Hauptsache, er ist nicht allein mit ihr. Hallo? Ja, Papa? Sie hofft vielleicht zu sehr, dass alles wieder gut wird. Sie hat meinen Mann immer lieber gehabt als mich. Ja, natürlich. Um ihre Liebe muss sie nicht kämpfen, die ist einfach da. Was ist daran so schlecht? Gar nichts. Nein, Papa. Sie können mich jederzeit anrufen. Ja, Papa. Ich hab dich auch lieb. Sehr lieb. Hallo Rainer, ich hoffe, du hast einen schönen Abend. Ich wollte nur sagen, danke, dass ich trotzdem ins Haus darf. Zieh das sofort aus. Was denn? Den Rock. Zieh wieder deine Jeans an. Nein. Sag mal. Thank you.
Hallo. Herzlich willkommen. Was hat dich denn so lange aufgehalten? Du, wenn du doch hier sein willst und wenn ich dich störe, dann... Ich habe nur die Gasflasche ausgetauscht. Es wird richtig kalt hier nachts. Komm. Ich zeig dir, wie der neue Ofen funktioniert, und dann verschwinde ich. Dann hast du dein ungestörtes Wochenende. Wenn ich dich so sehe, frage ich mich, ob ich das wirklich will. Wenn jetzt kalt wird, musst du nur noch hier auf den Zünder drücken. Danke, das ist sehr nett. Tut mir leid, dass ich keine bessere Freundin für dich bin. Ich wollte immer nur dich. Warum nochmal? Weil du irre bist. Du hast eine Frau verdient, die dich glücklich macht. Eine Frau, die mich glücklich macht. Es ist schwer, eine zu finden, die so riecht und schmeckt und lächelt wie du. Du bist so ein Spinner. Du wolltest die Pause, oder? Vielleicht tauge ich als Pausenclown. Ich bin einmal weg. Ich fand's trotzdem schön. Wär's dir lieber gewesen, ich hätte dir was vorgespielt. Na klar. Was mache ich bloß mit dir? Ich mach's. Entschuldige, du bist göttlich, aber ich bin im Moment einfach furchtbar abgelenkt. Was ist eigentlich, wenn Giesecke unschuldig ist? Kann gut sein. Vielleicht bin ich auch total hysterisch und bilde mir nur ein, dass er schuldig ist. Ich hänge mich viel zu sehr rein und trotzdem bewege ich nichts. Charlotte, du bist gut und du warst immer gut. Vielleicht will sich die Frau rächen. Vielleicht spinnt das Kind. Ich habe keine Beweise, aber ich habe das Gefühl, dass er schuldig ist. Warum bin ich nur so scheiß emotional? Was ist, wenn ich ihn nicht verurteilt kriege und er macht mit dem Kind, was er will? Du kannst nicht jedes Kind auf der Welt retten. Ein bisschen wie früher. Früher schon lange tot. Weißt du noch, wie verliebt wir immer waren? Kaum zu glauben, wenn man uns heute so sieht. Ich habe mir mein Leben auch anders vorgestellt. Wir hätten uns vor ihr mehr zusammennehmen müssen. Was die alles mitgekriegt hat. Unsere ewigen Streitereien. Kein Wunder, dass sie durcheinander ist. Das war sicher schrecklich für sie. Darum geht's gar nicht. Brigitte, sie ist völlig durchgedreht wegen unserer Trennung. Sie hat doch schon so oft Märchen erzählt. Hör auf. Die Zeichen waren eindeutig. Ich verschwinde kurz. Schön, dass wir uns mal nicht anschauen. In Ordnung. Ich bin der Vater. Nichts ist in Ordnung. Er steht vor Gericht wegen sexuellem Missbrauch. Mama! Er tut dir nie wieder was. Das verspreche ich dir. Lass mich! Du bist ja total hysterisch. Du solltest dich mal sehen. Du nimmst mir mein Kind nicht weg. Du nicht. Laura?
das gar nicht verdient. Irgendeine Form von Glück. Warum solltest du das nicht verdient haben? Hm? 8 Jahre. Das sind 2920 Tage. Und jeden verdammten Tag habe ich mich gefragt, warum ich sie nicht von der Schule abgeholt habe. Dann wäre ihr der Unfall nicht passiert. Es gibt nichts Entsetzlicheres, als ein Kind zu verlieren. Aber es war nicht deine Schuld. Und dass deine Ehe nach dem Tod eines Kindes geht die Hälfte aller Ehen daran kaputt. Du bist nicht die Ursache. Und du hast auch eine Verantwortung dir selbst gegenüber. Ich meine, du hilfst Menschen, du bewegst was. Du hast es verdient, dass es dir gut geht. Ich habe nur so wahnsinnig Angst, dass ich das nicht hinkriege mit uns und das. Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Du hast vollkommen recht. Komm her. Willst du dich nicht mal klingeln lassen? Deine Giesecke sind doch gerade glücklich im Museum, oder? Auch da hast du recht. Komm, wir gehen zurück. Roman Giesecke, rufen Sie mich zurück. Ich hätte mich auf Ihren schwachsinnigen Vorschlag gar nicht einlassen dürfen. Jetzt ist meine Tochter weggelaufen. Sie gehen nicht ans Handy. Natürlich nicht. Was soll das? Wo willst du hin? Wir müssen sie suchen. Ich? Zusammen mit dir? So wie du mich vor der Welt darstellst? Es geht doch jetzt um unsere Tochter. Ich rufe die Polizei. Die Fahndung ist raus. Man wird sie finden. Und Lauras Stelle wäre ich wahrscheinlich auch abgehauen. Wieso sieht es am Ende immer aus, als hätte ich was falsch gemacht? Sie müssen sich in den Griff kriegen. Gerade vor Gericht. Es sieht nicht gut aus und das liegt auch an Ihrer Art. Ich hätte mein Kind nicht sexuell missbraucht. Ich möchte Sie mal in meine Situation sehen. Anrufe in Abwesenheit. Alle von den Giesekes. Hier sind die. Danke. Oh Gott. Was ist denn los? Laura ist weggelaufen. Ach du Scheiße. Hallo? Laura, wo steckst du? Was ist passiert? Das gibt's nicht. Bleib, wo du bist. Ich bin gleich da. Laura. Hallo. Jetzt braucht ihr mal keine Sorgen, Laura. Charlotte kümmert sich um alles. Du bleibst das Wochenende einfach hier bei uns. Genug Bücher haben wir ja, oder? Meinst du, Charlotte verrät mich? Ich muss doch nach Hause. Wenn Charlotte was verspricht, dann hält sie das auch. Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Ich mag keine Geheimnisse. Am Ende kommen sie doch raus.
Dann sind alle traurig. Komm ganz kurz, sag deiner Mutter, dass es dir gut geht. Mama, es geht mir gut. Aber Roberta ist weg. Weiß nicht. Ich will aber hier bleiben. Außerdem hat Charlotte gesagt, ich muss nur kurz mit dir reden. Tschüss. Wer ist Roberta? Mein Huhn. Ich habe noch nie ohne sie geschlafen. Ich kann nicht ohne sie schlafen. Du hast sie bestimmt im Museum verloren. Das hat jetzt zu, aber ich rufe morgen gleich an und dann holen wir sie ab, ja? Was ich hier mache, erfüllt den Tatbestand der Kindesentziehung. Giesecke hat das Umgangsrecht. Eigentlich muss ich ihn anrufen. Warum rufst du nicht direkt aus seiner Mailbox an? Wenn du dann zufällig das Telefon nicht hörst, wenn er zurückruft, ist die Sache einfach unglücklich gelaufen. Verbrecher. Charlotte Reinke hier. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Machen Sie sich keine Sorgen. Laura ist zu mir gekommen. Es ist alles in Ordnung. Warum gehen Sie nicht ans Telefon? Wollen Sie mich für dumm verkaufen? Mir steht von Rechts wegen der Umgang mit meiner Tochter zu. Das wird Konsequenzen haben, das schwöre ich Ihnen. Jetzt musst du mal essen wie eine Giraffe. Wie eine Giraffe? Mhm. Okay. Ja. Ganz langer Hals. Okay. So in etwa? Ja. Super. So, und jetzt bist du dran. Bravo. Du musst essen wie ein Fisch. Ich bin Fisch, okay. Wie geht das? Mhm. Ja. Super. Das ist nur Orang-Utan. Oh. Okay. So ist nur euer Mutter. Das ist eine unfassbare Schönheit. Ja, bravo. Bravo. Der Oscar geht an. Laura. Denn wir spielen mal besser was ohne Essen, oder? Hast du eine Idee? Hitparade. Mein Papa hat mir ein Karaoke-Gerät geschenkt. Das ist ja cool. Und hast du schon ein paar Songs aufgenommen? Ja, natürlich. Außerdem heißt es nicht cool, sondern krass. Krass, okay. Lass mal hören. Nein, das nicht. So, das klingt doch gut. Nein. Laura, warte. So, jetzt ist genug gesungen. Bist du schon eingecremt? Ja. Das war bestimmt nicht genug. Papa nicht. Na komm, wenn du mich lieb hast, dann musst du mir das auch zeigen. Hm? So, hier. Yeah. Papa, bitte. Nicht. Ich war noch sehr verstört, als der Wagen vor meinem alten Wirtshause hielt. Ich erschrak über die Vorstellung, nur noch jenes schlechte Dachzimmer zu betreten. Jetzt auch nackt. Jetzt hast du das kranke Schwein wenigstens. Das ist nicht gesagt. Was? Das reicht nicht, um den Typen festzunageln?
das alleine nicht. Eine Tonaufzeichnung kann nie so eindeutig sein wie eine Kameraaufnahme. Wir wissen nicht, was er genau gemacht hat. Die Verteidigung zerreißt mich in der Luft. Was brauchst du? Die Aufnahme und einen unanfechtbaren Beweis. Oder Laura sagt vor Gericht aus oder Giesecke gesteht. Mit Roberta tut mir leid. Ich habe gehofft, jemand hat sie gefunden. Ich verliere sowieso immer alles. Mein Haarband, mein Schal. Weiß auch nicht, warum. Mama regt sich schon gar nicht mehr auf. Manchmal hat man so Phasen, wenn man durcheinander ist. Du weißt, dass ich dein Karaoke-Teil als Beweis brauche. Komme ich es zurück? Natürlich. Jetzt muss er doch ins Gefängnis. Dein Vater hätte das alles niemals tun dürfen. Aber warum tut er es, wenn es falsch ist? Schwer zu erklären. Ich denke, er ist krank in seinem Kopf. Können wir ihn dann nicht zum Arzt bringen? Doch, das wird passieren. Man wird ihm helfen, das verspreche ich dir. Aber vorher brauche ich noch deine Aussage vor Gericht. Das ist besser als nur die Aufnahme. Musst du aussagen, Laura? Laura. So, mein Schatz. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Darf ich auf mein Zimmer? Sie macht mich für alles verantwortlich. Ich dreh durch. Haben Sie sich mal angehört, was Laura auf ihrem Karaoke-Gerät aufgenommen hat? Nein, ich singe nicht so gerne. Es gibt aber eine Aufnahme, die den Missbrauch belegt. Ich bin froh, dass es einen Beweis gibt. Wir brauchen Lauras Aussage trotzdem. Hört denn das nie auf? Danke. Widerlich rüber. Umso widerlicher ist, dass dies maximal ein Indiz und kein Beweis ist. Sie haben noch überhaupt keinen stichhaltigen Beweis gebracht. Oder wir brauchen das Geständnis. Oder das Kind sagt die Wahrheit. Ich habe ja noch 2 Tage Zeit. Liebe Charlotte, ich muss Sie aus dem Verfahren rausnehmen, da Sie angreifbar sind und sich möglicherweise strafbar gemacht haben. Kindesentziehung. Nein, ich bitte Sie. Sie haben dem Kindsvater den Aufenthaltsort seiner Tochter vorenthalten. Wissentlich. Aber das war eine Frage der Menschlichkeit. Laura war vollkommen durch den Wind. Sie konnte einfach nicht mehr. Und was hat diese ganze Wildwest-Aktion gebracht? Ich habe zu dem Kind Nähe aufgebaut. Sie sprechen immer von Kindeswohl, aber spielen der Verteidigung in die Karten. Und damit schaden Sie dem Kind. Ist Ihnen das klar? Aber ich... Charlotte, ich nehme Sie da raus. Ich bin doch kurz davor. Keine Diskussion. Sie wissen, wie sehr ich Sie schätze. Aber in diesem Fall handeln Sie einfach zu emotional. Ich übernehme den Fall jetzt selbst. Die Unterlagen bitte. Weggenommen? Los, sag schon. Oder muss ich wieder meine speziellen Foltermethoden anwenden? Giesecke wird freikommen. Und ich sollte lieber wieder zurück zu meinen kultivierten Wirtschaftskriminellen. Das kann ich offenbar besser. Sei nicht kindisch. Du weißt, dass das Quatsch ist. Ich war nicht gut. Weißt du, was die Yogis machen, wenn sie nicht mehr weiter wissen? Das ist die Kleinkindheit.
Den würde ich am liebsten die nächsten 20 Jahre fahren. Ich gebe jetzt einfach auf. Vorgestern habe ich noch gesagt, steige dich bloß nicht zu sehr rein in den Fall. Hat zu viel mit dir zu tun. Und jetzt? Jetzt habe ich dieses Band gehört. Und er war's. Auch wenn es juristisch vielleicht nicht stichhaltig sein mag. Aber wenn du dich dafür sorgst, dass der Kerl verurteilt wird, wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Ich habe meine Kompetenzen überschritten und ich habe keinen Beweis. Du gibst nicht auf. Der fehlende Beweis, was könnte das sein? Du hast recht. Ich habe die ganze Zeit über an diesen Pädophilen denken müssen, den ich im Knast besucht habe. Hochintelligenter Mann. Der hat Devotionalien gesammelt, so eine Art Fetische. Und immer, wenn er seinen Sohn nicht sehen konnte, hat er sich daran irgendwie, naja, befriedigt. Aber bei Giesecke haben wir nichts gefunden. Dann such woanders. Irgendwas wird dir doch einfallen. Das ist juristisch möglich. Schauen Sie nach. Ja, so kann ich beim Prozess dabei sein. Und zusammen kriegen wir das schon hin, Frau Gabler. Wenn ich was finde. Aber jetzt spiele ich erstmal eine Partie Poker. Ich hoffe, Sie haben sich gut überlegt, was Sie hier machen. Ich kenne die Wahrheit und ich werde sie vor Gericht beweisen. Aha. Ich habe eine Tonbandaufzeichnung, die den Missbrauch eindeutig beweist. Das Band wird gerade im Labor ausgewertet. Stimmen, Zeit, Ort, alles, was relevant ist. Und was wollen Sie jetzt von mir? Wir haben durch die wissenschaftliche Auswertung einen Beweis. Das wird reichen. Aber wem ist damit gedient, wenn Sie die Höchststrafe bekommen? Na, Ihnen doch wohl. Herr Giesecke, es geht nicht immer um Gewinnen oder Verlieren. Gewinnen oder Verlieren, was ist da schon der Unterschied? Ach, Sie sind zum Philosophieren hergekommen. Wenn Sie durch die Indizien überführt werden, dann bekommen Sie die Höchststrafe. Durch ein Geständnis können Sie das Strafmaß senken und bald eine Therapie machen. Das wünscht sich Laura. Warum wollen Sie mir eigentlich so großherzig helfen? Für Laura. Damit sie ihren Papa bald wieder hat. Ich tue das alles für sie. Wenn Sie wirklich einen schlagenden Beweis hätten, dann wären Sie nicht da. Im Übrigen habe ich keine Lust, ein Geständnis abzulegen. Ich bin nämlich unschuldig. Dann tut's mir leid für Sie. Und für Laura. Nein, das wäre der totale Vertrauensbruch. Und das würde er mir nie verzeihen. Würden Sie es sich denn verzeihen, wenn Ihr Lebensgefährte sich an Jonas vergeht? Hören Sie auf. Sie haben doch überhaupt nichts in der Hand. Sonst würden Sie mich nicht um so etwas bitten. Ich würde Ihnen das gerne ersparen. Aber die Verhandlung ist schon morgen. Bitte. Bitte. Jonas ist noch bei seiner Oma. Und du, bist du noch in der Bank? Aha. Und wann kommst du? Okay. Ja, ich freue mich auch. Er kommt erst in 2 Stunden. Na, so blöd wird er nicht sein und die Sachen im Kinderzimmer verstecken. Sie meinen, das wäre zu offensichtlich? Ein Schraubenzieher?
schwere, schöne Nebel standen. Morgen, Frau Zürner. Tag, danke, dass Sie da sind. Hallo. Hey, hallo. Schön, dich zu sehen. Hoffentlich muss ich nicht aussagen. Egal, ob du aussagst oder nicht, ich verspreche dir was. Du kommst uns bald im Haus draußen besuchen und dann bringen wir dir Paddeln bei. Was, wenn er dir zugefroren ist? Dann gehen wir Schlittschuh laufen. Oder? Ich muss mich leider beeilen. Bis gleich. Also, wenn ich Ihren Antrag, Rechtsanwältin Gabler, richtig deute, dann übertragen Sie Frau Charlotte Reinke einen Teil der Ausführungen der Nebenklage? Nicht als Staatsanwältin, ja. Nicht ganz gewöhnlich, aber bitte. Die Anträge, bitte. Die Staatsanwaltschaft kann bislang noch keinen Beweis für Roman Giesiges Schuld erbringen und beantragt deshalb eine nochmalige Videobefragung der Opferzeugin Laura Giesig. Die Verteidigung ist dagegen. Im Interesse des Kindeswohls sollte auf eine nochmalige Vernehmung verzichtet werden. Denn dafür gibt es keinen Grund. Die Vertagung sollte doch der Beschaffung neuer Beweise dienen. Und das war ja wohl nicht möglich. Und eine Befragung des Kindes hätte ja nur Sinn, wenn es neue Beweise gäbe. Die Nebenklage beantragt die Zulassung von zwei neuen Beweisen. Danach hat die Vernehmung der Opferzeugin vielleicht einen Sinn, Herr Kollege. Ja, ja, Frau Kollegin. Ist nicht zulässig, sollten Sie wissen. Beweismittel müssen allen Prozessbeteiligten vorab bekannt sein. Ein Teil der neuen Beweismittel ist erst gestern Abend aufgetaucht. Tja, da haben Sie ein Problem, Frau Kollegin. Wessen Problem das sein wird, Dr. Bender, entscheide ich. Herr Oberstaatsanwalt, Sie wollten etwas sagen? Ich bin auch etwas überrascht. Aber es wäre fahrlässig, ein neues Beweismittel nicht zur Kenntnis zu nehmen. Im Sinne der Wahrheitsfindung. Ich lasse die Prüfung der Beweismittel zu. Bitte. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. So, jetzt ist genug gesungen. Bist du schon eingecremt? Ja. Das war bestimmt nicht genug. Papa nicht. Komm, wenn du mich lieb hast, dann musst du mir das auch zeigen. So. Yeah. Papa, bitte. Nicht. Ich mag das nicht. Na komm, rutsch rüber. Und alles ausziehen. Der Papa ist jetzt auch nackt. Ja, schön. Das ist mein Mädchen. Frau Rechtsanwältin, wo haben Sie diese Aufnahme her? Von der Opferzeugin, Laura Giesecke. Herr Dr. Bender, möchte Ihr Mandant etwas zu dieser Aufnahme sagen? Ja, gerne. Ja, das ist natürlich missverständlich, wenn man es missverstehen möchte. Aber es ging nur ums Eincremen. Sie, Laura, wollte ihre Strumpfhose nicht ausziehen. Sie mag das Eincremen gar nicht. Ja, und da habe ich mein Hemd ausgezogen und gesagt, dass ich jetzt auch nackt bin. Diese Aufnahme ist kein hinreichender Beweis. Das Kind könnte allerdings, wenn es diese Aufnahme bestätigt, für Klarheit sorgen. Bevor das nötig ist, hat die Nebenklage noch ein weiteres Beweismittel. Und davor noch eine weitere Zeugin, Solveig Zürner. Herr Vorsitzender. Herr Dr. Bender, bitte. Der Dame. Frau Zürner, bitte. Kannst du, Halmer? Frau Zürner, würden Sie dem Gericht erzählen, was sich gestern in Ihrer Wohnung abgespielt hat? Ja, ich habe mich gemeinsam mit Frau Reinke in unserer Wohnung umgesehen. Was? Und haben Sie diese Kiste gefunden? Ja, diese Kiste haben wir gefunden. Sie war in einem doppelten Boden versteckt. Im Bettkasten meines Sohnes. Ich bin empört über Frau Reinke, die hier völlig unangemessene Wege geht. Was bitte soll diese Kiste beweisen? Das alles sind Gegenstände, die Laura vermeintlich verloren hat und die sie schmerzlich vermisst. Der Angeklagte hat seinem Kind diese Dinge entwendet und sie quasi als Devotionalien benutzt. Eine typische Verhaltensweise von Sexualtriebtätern. Waren diese Gegenstände in der Kiste, die Sie im Bettkasten gefunden haben? Ja. Na und? Herr Giesecke hat seine Tochter vermisst und Andenken aufgehoben. Wahrscheinlich hat sie ihm die Sachen sogar selbst gegeben. Es ist doch wirklich alles an den Haaren herbeigezogen. Ich weise noch einmal auf das vorliegende Gutachten hin, dass Herrn Giesecke eine völlig normale Sexualität attestiert und keinerlei Hinweise auf abnormes Verhalten findet. Kriminelle Energie und Charakterschwäche. Fehlanzeige. Herr
Oberstaatsanwalt, ich muss hier leider anmerken, dass beide Vorlagen als Beweise für Herrn Giesekes Schuld nicht ausreichend sind. Gibt es noch Fragen an die Zeugin? Nein. Die Zeugin ist entlassen. Danke. Dann beantrage ich, dass die Vorlagen von Laura Giesecke bestätigt werden und bitte darum, noch einmal Laura Giesecke per Video zu befragen. Ein Mandant hat eine glaubhafte Erklärung, wie die Aufnahme entstanden ist. Und niemand hier beweist das Gegenteil. Und diese Kiste beweist gar nichts. Die ganze Klage ist doch ein Rachefeldzug der verlassenen Ehefrau. Sie hat das Kind manipuliert und für ihre Zwecke eingesetzt. Ich glaube auch, wir kommen hier nur weiter, wenn Laura aussagt. Wenn nicht, dann sollte mein Mandant aus Mangel an Beweisen freigesprochen werden. Die Nebenklage beantragt die Konfrontation des Kindes mit dem Beweismaterial. Das ist nicht im Sinne des Kindeswohls. Wir sollten versuchen, sie vor einer direkten Konfrontation zu schützen. Herr Vorsitzender, ich habe mich mit dem Kind sehr intensiv beschäftigt. Und ich glaube, die direkte Konfrontation Lauras mit der Aufnahme und vor allem mit der Kiste ist ungemein wichtig für die Wahrheitsfindung. Ja, gut, aber Aufnahme und Kiste könnten auch im Videoraum vorgeführt werden. Kindeswohl geht vor. Ich bin der festen Überzeugung, dass es zur Konfrontation mit den Gegenständen auch die Anwesenheit der Eltern braucht. Wie gesagt, ich kenne das Kind gut. Sie wird von alleine ihren Vater nicht belasten. Aber ich bin mir sicher, völlig sicher, dass Laura angesichts dieser Kiste mit ihrem Vater in Dialog treten wird. Es geht um die Wahrheit und es geht darum, dieses Kind zu beschützen. Dem Ansinnen der Nebenklage wird stattgegeben. Laura Giesecke wird als Zeugin vernommen. Du weißt ja mittlerweile, dass man vor Gericht immer die Wahrheit sagen muss. Gut, kannst du uns also sagen, ob das Aufnahmegerät dort dir gehört? Also bitte, das ist doch unmenschlich. Laura, wir müssten dir jetzt eine Aufnahme vorspielen und dich fragen, ob du das aufgenommen hast und was du und dein Vater da gemacht habt. Bitte. Bist du schon eingecremt? Ja, eins. Aber bestimmt nicht genug. Laura, du musst dir nichts sagen. Das ist dein gutes Recht. Vielleicht sollten wir erst mal die Kiste zeigen. Laura, kennst du diese Kiste? Nein. Roberta! Ist das deins? Ja, das war weg. Das beweist gar nichts. Das wissen Sie. Harmlose Andenken, nichts weiter. Mein Gott, ich habe ein paar Sachen von meiner Tochter mitgenommen. Und das hier? Ist es auch ein harmloses Andenken? Ein Foto von einer nackten Achtjährigen unter der Dusche. Herr Vorsitzender, das ist Laura. Das Foto war auch in der Kiste. Das ist gemein. Ich habe das Geheime niemandem erzählt. Du hast mir Roberta weggenommen. Jemanden, den man lieb hat, nimmt man nichts weg. Du hast mich nicht lieb. Laura, was ist denn das Geheime? Erzählst du uns das? Papa ist immer zu mir gekommen, als die Mama nicht da war. Nein, Laura, warte. Du musst das nicht erzählen. Sie muss das nicht machen. Lieber sage ich es selber. Sie verstehen das nicht. Sie machen es zu etwas Schmutzigem, aber das war es nicht. Laura und ich, wir beide, unsere Seelen, sie können das nicht verstehen. Das ist echte Liebe.
Das werden Sie niemals verstehen. Niemals. Nie. Gratuliere, Frau Kollegin. Gut gemacht. Dankeschön.